Wie geil auch die Tonne mit dem Flugzeug. Was sagt er? My bodacious jump barrel can launch you. Must unfortunately, it can only send you to a place you've already been to. Which is a complete and total bummer. Let me tell you. What, dudes? My name's Funky Kong. Yeah. My bodish, achso, Jumbo Barrel can launch you. Alles klar. Nein! I don't want to. Ja, gut, okay. Mhm. Haben wir uns das jetzt mal angeguckt? Oh, das hat mich früher auch so fasziniert, glaube ich. Das kleine Fliegebarrel. Okay, sind wir jetzt zum nächsten Level geflogen. Hm? Wir sind halt so Kurzstreckenflieger. So, ich glaube, da kann man... Uah, ich will nicht da wieder zurück. Nein, ich will hier hoch, weil ich vermute hier einen Schatz. Oder zumindest... Ich habe keine Ahnung, warum er mich jetzt durch das ganze Level schießt. Das ist ja blöd eigentlich, ne? Oder? Nö. Das ist ganz toll. Jetzt muss ich zurück und... Und das passiert übrigens, wenn man stirbt, man stirbt. Ja? So. Und sämtlicher Fortschritt ist verloren. Das machen wir jetzt nicht nochmal, weil es ist für den Arsch. Man muss sich übrigens auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ach so. Ja. Man muss sich übrigens auch mal erstmal wieder dran gewöhnen, dass, dass der andere Kong hier immer so dumm rumläuft und einen nervt. Wo ist denn jetzt hier... Ich habe keine Ahnung, wo... Naja. Für was ich das... Diese Kiste brauche. Brauchte. Ja. Wenn der so runterrutscht. Ich glaube, ich bin echt eingerostet. Ich kann das gar nicht mehr. Ich kann das gar nicht mehr. Oh. Bam. Diddy, ich brauch dich. Oh, diese Fassdinger, ne? Das wird Gesichtskenntnis 3.0. Das sag ich dir. Ah, auch schön. Kann ich hier zurück reinspringen in das Fass? Kommt das Fass wieder? Wie schreit die ungeduldig? Von hier raus. Letztens habe ich ein lustiges Video gesehen. Mann, ich Loser. Ich muss mich mehr konzentrieren. Letztens habe ich ein lustiges Video gesehen, da hat ein kleines Mädchen vor einem Affen- oder Gorillakäfig sich auf die Brust geklopft und dann kam der Gorilla und war etwas erzürnt und hat die Scheibe kaputt gemacht. Also zerboxt. Ach, das ist eine Dingskiste. So, okay. Okidoki Smoky. Achso, ich glaube, da kann man, wenn man klug ist, kann man die alle wegmachen hier in einem. Ich stelle mich gerade noch ein bisschen an. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ja. So. No excuses. Doch, bitte. Bitte. Ich bin alt. Das ist 20 Jahre her. Aber ich habe es natürlich nicht das letzte Mal vor 20 Jahren gespielt. Da habe ich es höchstens das erste Mal gespielt. So. Nee, das muss man anders machen. So muss man das machen. Bing, bing. Ah, warte mal. Ja, ich komme jetzt in ein Bonusland. Ja, ich kann... Wisst ihr, woran mich die erinnern? Es gab mal früher, und die gibt es immer noch, Jumpies. Das sind so, so Chips, die sind mit so ein bisschen Luft gefüllt. Das sind so kleine Kängurus. Die sind so mega lecker und die habe ich da zu der Zeit, ich glaube, da gab es die auch schon gegessen. Und ich finde, die Teile sehen aus wie Jumpies. Ja. Genau. Oh nein, jetzt bin ich zu tief gesprungen, oder? Ach, ist egal. Ich habe hier nur noch 20 Sekunden. Muss ich erstmal... Ich glaube, für 100 kriege ich ein Leben. Hätte ich fast 4 bekommen. Ja, für 100 kriege ich ein Leben. Sehr gut. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen? Was ist das für ein Kack-Bonus-Level, ey? Dieses Bonus-Level gibt dir 4 Leben, aber setzt wieder an Anfang des Levels. Aber gut, dafür gibt es ja hier diesen Dingsomat. Boah, wenn jetzt ein Abdruckgrund gewesen wäre, ne? Aber es bringt einen auch ungefähr an die Stelle, wo man aufgehört hat. Ich weiß es gar nicht, kann man hier... Ja, kann man hier runter. Oh, das muss man hier auch noch timen und so. Kinders, das wird grausam. Noch nicht, aber bald. Kann ich hier zurück, oben drauf? Gibt es hier wieder was? Wo Gott sei Dank bin ich nicht so ein Let's Player wie dieser eine, den wir alle kennen, der immer nichts auslassen kann.
wo es mir manchmal auch schwer fällt. Also in wirklich in Dixies Double Trouble. Das ist. Ich würde gar nicht sagen, dass das. Ist das mein Lieblingsteil, Dixies Double Trouble? Ah, scheiße, ich wollte mir aufheben eigentlich die Kiste für hier. Ach, da wollte sie wieder alles. Das ist übrigens auch so ein Phänomen, das mich damals auch schon total aufgeregt hat, dass man manchmal so abrutscht. Also dass man manchmal, man springt zwar, aber das ist dann scheinbar im falschen, weiß ich nicht was. Ich muss aber auch erstmal echt klarkommen, dass ich so nah davor sitze. Das ist so, ich glaube, das muss ich für nächste Mal, muss ich lieber meine Brille aufsetzen und weiter weg. Nee, warte. Kann man wieder abstellen? Nein, aber jetzt geht's, ah, scheiße, stimmt, man kann es nur eine gewisse Zeit abstellen. Wollte ich vorhin noch was sagen? Ach so, ja genau, dass ich in Dixies Double Trouble mich sehr schwer tue mit Geheimnisse auslassen. Scheiße, nein! Ah, fuck off! Ich muss echt, glaube ich, ein bisschen zurückrutschen. Muss ich das Mikro ein bisschen näher holen? Und was ich noch ganz dringend machen muss, ist, ich muss einen Bonbon essen. Ihr müsst echt denken, die Alte muss entweder total schlechte Zähne haben oder eigentlich mega dick sein, weil sie so viel Bonbons isst. Aber ich esse meistens nur während der Aufnahmen Bonbons. Meine Nervosität zu kaschieren. Wo muss ich das denn jetzt hier anbringen? Nee, das war ganz falsch zum Beispiel. So. Und im Angelehnt ist schon ganz cool. Das war gar nicht so cool. Jetzt konzentrier dich. Komm! Nein! Scheiße! Oh Mann, das ist wieder, das ist abgerutscht. Ich bin gesprungen, ich schwöre. Jetzt verbreite doch gemütliche Stimmung. Ich habe schon immer, wenn es etwas gibt, was ich total hasse, sind das Gegner, die so hüpfen. So, und jetzt mache ich das anders. Achso, jetzt komme ich da nicht mehr. Warte. Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder? Kann ich jetzt nicht den Didi auswählen? Achso, der muss. Moment. Oh Mann, ich wollte das TNT-Fass. Oh, scheiße. Ja, es ist noch nicht ideal. Ich bin hier noch am Rumprobieren. Wie ihr merkt. Was war das denn? Liegt das war, dass ich so schlecht bin. Ich habe gedacht, ich rock jetzt hier richtig. Aber ich habe auch gar keinen Zeitdruck, Mensch. Scheiße. Ich glaube, ich breche dieses Let's Play wieder ab. War schön mit euch. Wir sind jetzt auch schon durch. Dieses Spiel hat nur drei Level, vier. Wir haben ja schon ein paar geschafft, ne? Wo ich noch gesagt habe, das ist der Kiki-Fatz. Komm so, auf Nummer sicher. Vielleicht muss ich wirklich meine Brille aufsetzen. Ja. Konzentrier dich. Komm. Zeig den Leuten, dass du es kannst. Komm, zeig es ihnen. Mach's Lügenstrafen. That was close. Das ist so eine Ausrastebiene, oder? Boah, guck mal, wie schnell das Ding ist. Und da kommen noch so viele Fässer in dem Spiel, das weiß ich doch. Da kommen noch so viele Fässer. Ja, und zum Abschluss noch irgendwelche von diesen Kackis hier. Kong, ja, warum haben wir das K denn nicht eingesammelt? Wahrscheinlich, weil wir hier irgendwas am Anfang wieder... Fiel mir noch was? Nein. Schnell raus. Oh, Alter. Oh, jetzt kommt... Wie heißt der nochmal? Candy? Nee, wie heißt der denn? Candy, doch. Candy, Save Point. Endlich. Hi, I'm Candy Kong and this is my Save Point. Bam. Ja. Wie viel Prozent stand da? 18? Nee. Oh Gott, jetzt kommt der Endgegner. Ich weiß noch, welcher es ist. Genau, und den müssen wir einfach nur, der wird halt immer schneller, glaube ich. Und wir müssen ihn fünfmal, glaube ich, treffen. Heutzutage muss man ja nur noch dreimal treffen. Früher musste man fünfmal treffen.
Oder echt? Das war's. Ohne Scheiß. Lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht täuschen. Das ist nur, um den Spieler anzufüttern, um ihn warm zu halten. Apropos Abendfüttern. Mit dem Mikro stört ein bisschen, ne? Ich glaube, ich muss das abschneiden, wenn ich mich da in das Dings montiere. Nächste Welt! Oh nein. Winky's Walkway. Ist das nicht die Oma? Oh oh. Ich sehe schon wieder Abgründe. Ich hasse einfach Abgründe im Spiel. Ich hasse einfach Abgründe. Ich weiß auch, dass man von diesen komischen Viechern dann auch teilweise abrutscht. So. Ah! Erich! Ich hoffe, ihr habt alle mitbekommen, dass der Frosch in meinem Gartenteich ein Laubfrosch ist und Erich heißt. Also ich habe ihn Erich genannt. Der hat mir das nicht gesagt oder so. Oh, ach so, das ist so ein Monster-Spawner. Oh Gott. So. Boah, die sind aber auch lecker. Kennt ihr die? Das sind diese... Ach, ich will nicht... Oh, ich will nicht Werbung machen. Das ist doch scheiße. Will ich gar nicht. Süß. Auf jeden Fall ist Erich ein Laubfrosch. Laubfrosche sind ja, glaube ich, stehen unter Artenschutz, weil die schon relativ selten sind. Mit Vollmond spricht man nicht. Ja, wann soll ich dann sprechen? Ich hab mal Vollmond. Und Bonbons. Und den? Oh, nein. Ich meine, ich freue mich ja. Aber muss ich auch von vorne anfangen. Ging das so? Scheinbar. Aber es ist wesentlich ineffektiver als mit Rino. Wie geil der eigentlich die geilen Hipster-Treter anhat. Der Vogel. Komm mal, 100 Schaden. Obwohl, es ist ja erst 20. Flieh, flieh. Wie heißt du überhaupt? Ich hoffe, man hört das Gamepad, das wäre geil. Den Stuhl nicht, aber ich bewege mich auch nicht. Das Gamepad. Uah. Wenn man sich so konzentrieren muss, dann wird es einem... Nein, komm mal. Ja gut, das schaffe ich auf keinen Fall mehr. Naja, gut. Rino bin ich einfach der Profi. Was denn? So. Sind wir wieder ganz am Anfang? Ja, ne? Also ich überlege mir das echt... Nee, da... Achso, da komme ich auch eh nicht mehr rein. Ich überlege... Nein, 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 nein! Oh! Ich überlege mir das echt, ob ich da in diese... Achso, das kann ich mir ja gar nicht überlegen, weil im Prinzip die Dinger ja das für mich überlegen. Was? Wir haben schon Kong? Ist hier am Ende schon... Was? Was war denn das für ein Level? Seht ihr mal, wie ich rocke? Hm? So. So langsam werde ich auch warm hier. Und am Anfang war es für mich ja noch eine etwas befremdliche Situation. Oh nein, 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 jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Dafür muss ich echt weiter wegsitzen, glaube ich. Und ich halte immer den Y-Knopf übrigens gedrückt. Weil ich weiß auch nicht, warum. Oh Gott. Aber ich mache keine Gesichtskenntnis, glaube ich. Noch nicht. Ich glaube, das mache ich nur bei... also was heißt, ich mache schon Gesichtskirmes, aber ich glaube in erster Linie... Da muss man sich trauen und länger draufbleiben auf dem Track. Oh, das wird noch was geben. Ich glaube, ich bin eher so bei Zielen. Bin ich eher so der Gesichtsakrobat. Die ersten internationalen Gesichts... Die erste internationale Gesichtskirmes Olympiade. In den Startlöchern heute für sie Eve. Eve zeigt heute eine Kombination aus Gesichtskirmes 2.0 und konzentriertem Blick. Jetzt mach ernst, Eve, mach ernst, du solltest es jetzt schaffen. Das wäre voll scheiße, wenn du es jetzt nicht schaffst. Ich bleib länger. Nein! Ich weiß das Pad weg. Ich brauche mich ein Bonbon. Warum schaffe ich das denn nicht? Scheißenreck. Ich dachte, ich hätte das echt mal vorher üben sollen. Ja. Aber es ist wirklich jetzt so nah irgendwie.
Beim nächsten Mal mache ich es anders. Das geht ja nicht auf die Couch. Dann komme ich wieder mit der Webcam nicht dran. Nee, ich muss wirklich weiter weg dafür. Ich hör auf zu heulen und jetzt kommt die Stelle wieder. Oh, kommt bestimmt noch so eine. Nein! Oh. Stell dir mal vor, ich wäre unten lang gefahren. Was eine Rotze. Hat hier jemand auch noch seine kaputten Loren einfach liegen lassen? Nein! Oh.